Hallöchen und herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Thultec und wir sind hier wieder auf meinem Kanal Timmels Welt und ich war wieder shoppen. Neue Woche, neues Glück, neue Sachen. Weiß gar nicht, ob da so viele neue Sachen bei sind, bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich habe ein bisschen was eingepackt, aber auch nicht ganz so viel diese Woche. Ich wollte gerade diese ID sagen, ja, so ein armer, verkappter World of Warcraft Spieler und ID ist immer so die neue Woche, wenn im WoW das neue Questen, die neuen Innis und so weiter losgehen. So, interessiert wahrscheinlich niemanden. Aber, wie gesagt, ich war shoppen. Ich musste was aufstocken, bin mittlerweile eher nicht so begeistert, dass ich aufgestockt habe, weil ich im Nachhinein erfahren habe, war eine dumme Idee. Und zwar, ich war natürlich bei Action, wie man jetzt unschwer erkennen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist der neue. Und ich habe gehört, dass der neue nicht mehr so toll sein soll. Ja, definitiv der neue. Rosa-weiß, beziehungsweise so ein bisschen in Richtung Creme. Und das Papier fässt sich auch völlig anders an. Ach, damn. Hätte ich den mal nicht mitgenommen. Oder hätte ich viel früher die hier aufgestockt. Jetzt will ich die hier gar nicht mehr verwenden. Naja, Papier wird immer teurer. Ich bin gespannt, wie lange Action überhaupt noch die Preise halten kann. Ich denke, dass die aktuell nicht ans Papier rankommen. Das schon von Marc-Robert Lehmann gehört. Heißt so, oder? Ich glaube ja. Der ist Meeresbiologe und der hat ein Bildband herstellen lassen mit Papier. Ich muss gerade überlegen, was er dazu gesagt hat. Auf jeden Fall ist das ganz besonderes Papier, was unfassbar teuer war. Und die zweite Charge davon, weil das Buch so unfassbar gut gekauft wurde, das war ganz, ganz schwierig, überhaupt an Papier ranzukommen aktuell. Und ich denke, dass das deswegen auch hier so schlechte Qualität ist, weil Papier gerade unfassbar teuer ist. Ja, nichtsdestotrotz habe ich noch weiter eingekauft. Und zwar habe ich mir eine Stanze mitgenommen, die ich noch nicht habe. Und die ich mir vor allem wegen dieser ganzen Ausstanzung hier mitgenommen habe, weil ich sowas immer ganz gut gebrauchen kann. Das ist das Beispiel dazu quasi. Ja, die hatte ich noch nicht, die musste mit. Dann habe ich mir mitgenommen, ich mache ja im Moment ganz gerne Schüttelkarten und ich finde, als Hintergrund kann man die hier super verwenden, deswegen habe ich mir die mal für Kinderkarten mitgenommen. Ich kann die mal eben öffnen. Ich will die mir ja selber auch angucken, wie die aussehen. Die Sticker. Okay. Das ist dann doch eher nicht das, was ich brauche. Die verschenke ich weiter. Ich dachte, da wäre jetzt so große bei. Man könnte es aber auch. Ich habe es einfach falsch verstanden. Egal, die verschenke ich weiter oder benutze es für mein kleines Journal. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Okay, dann habe ich, wie gesagt, noch weiter aufgestockt, weil ich von den Farben was verwendet habe. Und zwar die mit Gelb- und Grüntönen und die mit Rosa und Blau, ne? Nee, doch, da ist auch Blau. Und die mit Rosa und so einem Cremeton mit dabei. Hier. Ja. Musste aufgestockt werden. Dann habe ich noch mehr Stanzen mitgenommen. Und zwar hierfür, es gibt ja gerade so viele florale Muster. Vielleicht fällt mir da auch noch was zu ein, um die hier noch zu verwenden. Die fand ich ganz schön, noch den kleinen Schmetterling. Ja, mal gucken, was daraus wird. Das ist das Beispiel. Das finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Aber naja, muss man ja immer selber wissen. So, dann wieder eine Umrandungsstanze. Die nehme ich im Moment ganz gerne mit, weil man eben da, die kann man relativ vielfältig einsetzen. Die große setze ich gar nicht so viel ein, aber die kleineren setze ich viel ein. Ja, da haben wir die Beispiele. Jo. Dann genau noch so eine, und zwar diese hier. Die fand ich auch ganz gut. Da haben wir die Beispiele. Davon habe ich jetzt auch schon einige, noch nicht alle, aber fast. Da fehlt nicht mehr viel. Jo. Dann habe ich mir mitgenommen zum Testen diese Twin-Marker.
die Metallic Calligraphy Marker. Ich bin gespannt. Ich habe noch so gar keine Ahnung. Die werde ich dann mal austesten und werde euch vielleicht das Ergebnis mal zeigen. Ich bin allerdings in Kalligrafie noch nicht so wirklich mit am Start. So. Dann habe ich mir noch mitgenommen noch so eins, weil ich habe zwei. Und die sind auch schon fast voll. Ich will mir eben hier mal ein Beispiel zeigen. Ich habe hier eher so noch so kleinere Sachen ausgestanzt drin. Das sind immer so Tests, die ich mache, wenn ich Karten bastel. Und wenn mir bestimmte Farben nicht gefallen, dann landen die erstmal hier drin. Oder bestimmte Stanzungen nicht gefallen, landen die erstmal hier drin. Einfach verschiedene Versuche, die ich da gemacht habe. Ja. Ja, ja, ja. Bevor ich das alles wegschmeiße, packe ich das da alles rein. Und weil eins schon voll ist und das zweite auch schon angefangen, habe ich mir noch eins gegönnt. So. Dann möchte ich meine Kartenbastelkunst noch ein bisschen erweitern und mal gucken, ob ich das damit hinbekomme. Habe ich mir kleine Klammern mitgenommen. Und ich bin gespannt, ob ich es damit noch hinkriege, irgendwas zu basteln. Ich freue mich schon darauf. Dann, ich war ja mal wieder nicht nur in einem Action. Ne? Meine bessere Hälfte ist mal wieder mit mir losgefahren. Und wir waren natürlich wieder im niederländischen Action. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte Glück. Ta-ta-ta-ta. Boah, habe ich mich gefreut. Wir waren in zwei niederländischen Actions und in einem waren sie noch drin. Und was soll ich sagen? Sie haben einen durchgestrichenen Barcode. Das heißt leider, die gehen aus dem Sortiment. Ob sie nochmal wiederkommen, wie sie nochmal wiederkommen, ob sie einfach eine andere Bezeichnung kriegen, I don't know. Aber sie hatten einen durchgestrichenen Barcode. Deswegen hatte ich noch mehr Glück. Da, 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 da. Hihi. Noch eins. What should I say? Boys and girls and others. Ta, 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 ta. Ich hatte wirklich Glück. Drei Stück nochmal. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Ja, die mussten mit, die konnte ich da nicht stehen lassen. Und dann, weil ich ja nicht nur in Karten basteln oder ja, in Papercraft unterwegs bin, sondern auch Armbänder sehr gerne mache, habe ich mir diese Beads mitgenommen. Bin mal gespannt, wie großartig ich sie verwenden werde. Ja, die mussten mit. Dann hatte ich nochmal Glück. Hat mich wie Bolle gefreut. Bin komisch angeguckt worden. Egal. Tada! Die Clear Stamps. Ja. Mhm. So ist das. Und weil ich ja unverschämtes Glück hatte, die habe ich übrigens im deutschen Action gekriegt. Fast alles andere habe ich mir im niederländischen geholt. Den Aquarellblock. Habe ich mir, glaube ich, im Deutschen geholt. Da muss ich noch mal gucken. Tada! Und weil alle guten Dinge vier sind, eigentlich drei. Vor allem bei Bremen. Dreimal ist Bremen recht. Aber hey. Tada! Ich freue mich. Vor allem die werde ich mal testen. Bin gerade so ein bisschen auf dem Geburtstagskartentriff. Ja, alle vier bekommen. Die Sammlung wird erweitert. Die sind auch unschlagbar im Preis. Ne? Also man könnte sagen, die sind jetzt nicht so super schön. Aber die sind einfach unschlagbar im Preis. Die kannst gar nicht liegen lassen. Die kosten nicht mal einen Euro. So, und dann war ich gestern nochmal bei Action. Neue Woche hatte angefangen und deswegen habe ich mir gedacht, ja, gut, guck mal nach, ob du was Neues findest. Ich glaube, ich habe nicht wirklich was Neues gefunden. Nee, habe ich nicht. Weil ich habe hier eine Stanze, die ich noch nicht hatte. Die ist aber nicht neu, die fand ich eigentlich mal schön. Da ist das Beispiel. Aber wenn ich mir so die anderen angucke, ist sie definitiv nicht neu. Davon habe ich 1, 2. Boah, den möchte ich haben. Da muss ich nochmal nachgucken. Huiuiui. So. Dann habe ich mir. Da muss ich einmal eben nachgucken. Jo.
habe ich mir was mitgenommen, was ich schon habe. Aber ich fand die Farben einfach so schön, dass ich ihn mir nochmal mitgenommen habe. Weil ich verbastel die Sachen tatsächlich echt gerne, weil ich die echt schön finde. Jo, der musste mit. Der musste mit. Aber ihr kennt ihn schon. Den kennt ihr schon. Dann fehlte mir eine Farbkombination von den Ribbons. Die habe ich mir auch mitgenommen. Wie gesagt, wir haben gerade viele florale Muster. Deswegen, ja, finde ich, ne, brauchte ich auch die grünen. Dann habe ich mir nochmal Beads mitgenommen, die ich gefunden habe, die ich schön fand. Die habe ich noch nicht. Und ich mag ja so Fimo-Sachen. Ich muss gerade überlegen, wie die sonst heißen, aber I don't know. Steht da drauf? Finde ich nicht. Ba, 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 ba. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Okay. Kleine Herzchen. Und das letzte, was ich mir mitgenommen habe, ist einfach nur was ich aufgefüllt habe, weil ich damit relativ viel mache im Moment. Das ist der Luxury Cardstock. Mit diesen Farben. Und vor allem das Rot geht mir aktuell irgendwie schnell durch die Lappen. Ja, aber das war es auch schon. Das war es. Also keine große Ausbeute, vor allem, also bis auf die Stempel. Und das Kalligrafie-Set, glaube ich, nichts Neues. Doch, die Beads sind neu, glaube ich. Also zumindest habe ich sie vorher nicht bei uns gesehen. Aber sonst ist da, glaube ich, nichts Neues bei. Mal gucken, was ich die Woche noch, ob ich das nochmal schaffe, dahin zu fahren. Vielleicht finde ich da nochmal was Neues, werde ich sehen. Aber über die hier habe ich mich, glaube ich, mit am meisten gefreut. Der hat es schon insane gut, dass die dabei sind. Ja. Ja, ja. Gefreut habe ich mich. So, aber ich würde sagen, das reicht für heute. Ja. Habt ihr auch irgendwas davon gekriegt? Habt ihr irgendwas davon schon zu Hause? Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich, ich glaube, da sind dann auch einige Sachen von Amazon und auch vielleicht AliExpress bei. Ich weiß es gar nicht genau, ob die noch ankommen. Amazon kommt heute noch was an, aber ich schaffe es leider nicht, das Video später zu drehen. Arbeit, Arbeit. Aber ja, aber dat, ob ihr das jetzt heute oder beim nächsten Mal seht, kriegt ihr auch so noch in ein paar Tagen, das sind jetzt keine Neuheiten, die ich mir da besorge. Und wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ob ihr die Sachen überhaupt haben wollt. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche oder ein schönes Wochenende oder einen Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, eure Thimbletag. Tschüssi.